herzlich willkommen, ich begrüße euch erneut. Wir sind in Episode 3, Level 3 und erkunden jetzt sozusagen Level 23 insgesamt. Wir müssen eine Höhle erkunden, aber ich darf auch nicht vergessen, auch den Bären im Auge zu behalten. Du musst ihn so schnell wie möglich von hier vertreiben. Finde 3 Kristalle und baue eine Straße. Ja, der Bär wird wahrscheinlich ab und zu auftauchen. Wir sehen, das wird uns hier der Weg lang führen. Okay. Wir haben nur 12 Holz. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und wir haben auch nur 12 Nahrung. Das ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel. Also ein bisschen was werden wir schon noch da brauchen. Das heißt, ich sollte mich auf jeden Fall schon mal gleich hier um die Beerenbüsche kümmern, damit wir das hier alles kriegen. Ja, das schaffen wir leider noch nicht ganz. Da wollen wir mal kurz ein bisschen Holz holen. Wir können vor allem die Brücke nicht bauen. Ah, an die Straße kann man ran, aber ansonsten kriegen wir nicht so wahnsinnig viel. So, da ist das erste Holz schon mal fertig. Das ist schon mal sehr schön. Dann können wir nämlich damit gleich ja, irgendwas in Auftrag geben. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich werde wahrscheinlich hier jetzt erstmal das Sägewerk noch weiter ausbauen. Und dann, wenn wir das Sägewerk ausgebaut haben, können wir uns auch um die anderen Sachen kümmern. Zum Beispiel die Nahrungsfarm oder weiß der Geier was. Hier können wir auch schnell noch mal schnell weitermachen. Ja, einen dritten Herrn, den finde ich doch gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Holz verballert. Das ist natürlich nicht das, was ich so geplant hatte. Das war natürlich ein bisschen böses. Ah, da ist der Bär. Okay. So, bitteschön. Lauf mal los. Und wir bauen jetzt hier mal das dritte wir hier nämlich auch wunderbar da weitermachen und hier weitermachen und du kannst uns die Nahrung holen und dann können wir zusammen mit der Nahrung hier gleich weitermachen. Ja, den Steinhaufen kriegen wir jetzt leider gerade nicht weg. Bauen wir die Farm erstmal aus und hier weiter. Ja. Oh, ah, mein Hals. Ah, wir können dann hier wieder ein paar Beeren ernten. Das ist sehr schön. Was geht denn hier noch? Ach, das Lagerhaus können wir hier bauen. Ah, okay, so, hier können wir weiter, da müssen wir weitermachen und dann, zack, bitteschön. Und, ja, wir müssen hier ein bisschen auf Nahrungsmittel warten. Wir können hier allerdings keine Fischerhütte bauen, das ist ein bisschen schäbig. Natürlich ist auch jetzt die Geschichte gerade hier kaputt, das ist natürlich auch nochmal genauso schäbig mindestens. Super. So. Wo ist der Bär? Ja, bitteschön, einmal weg. Bären. So, Gold ist da und ich brauche unbedingt mehr Holz. Ich habe aber kein Holz dafür. Ja, was tun? Hier den Steinhaufen weghauen, Nahrung holen und bitteschön Holz holen. Sehr geil. So. Ich werde allerdings noch minimal warten, damit ich das hier optimal ausnutzen kann. So. Jetzt können wir das Ganze hier erledigen. Jetzt können wir auch die Nahrung hier holen. Und es gibt hier einfach keine Bäume, die ich abhacken kann. Das gibt es auch gar nicht. Das heißt, ich muss echt immer auf das Holz hier warten, damit ich dann fleißig alles machen kann. Zum Beispiel das Lagerhaus halt bauen, wofür ich noch ein bisschen Gold brauche. Ah, und ich brauche echt jede Menge Nahrung. Und Nahrung ist hier ein bisschen fehl am Platze. So, ja, gut, Holz ist da, Gold ist da. Sehr schön, gut. Dann können wir jetzt hier gleich das Lagerhaus bauen, den Baum weghauen und theoretisch können wir auch gleich hier noch mit, ach nee, den Busch erstmal hier, erstmal ein bisschen Nahrung holen. So, hier bitteschön, hier müssen wir holen, das müssen wir holen und hier müssen wir holen und da Gold auch gleich holen. Und dann fehlt uns trotzdem wieder einige Ressourcen, zum Beispiel hier. Oh, das Lagerhaus können wir eine Stufe abbauen wieder. Stimmt, genau, stimmt. Das haben wir jetzt zur Folge hingekriegt, dass wir es auf Level 2 aufbauen können. Ich weiß nicht, was sich dort hinten verbirgt. Da hinten ist nichts zu erkennen. Weil da ist so ein kleiner Steinhaufen, der aber einfach nirgendwo hinführt. Keine Ahnung, was das damit auf sich hat. So, wir werden erstmal hier ein bisschen weiterbauen. Mit dem Steinhaufen passt das ja einigermaßen. Den können wir hier ganz entspannt, bauen lassen. Der eilt jetzt nicht so sehr. So, ach, da kommt eine Uhr. Ach, so ist das. Okay, ja, dann werden wir uns natürlich darum kümmern müssen. So, der Weg ist jetzt nicht mehr blockiert. Das heißt, das können wir jetzt auch entspannt hinkriegen. Du kannst mal... Der Weg ist blockiert. Ach, wir brauchen noch eine Brücke. Ach, verdammt.
Okay. So, wir bräuchten mal Steine. Die haben wir jetzt sofort, augenblicklich. Wir brauchen auch die Uhr, ne? Also es ist zumindest immer besser, die Uhr zu haben. So, ein wenig Nahrung. Ein wenig Holz für uns. Und hier haben wir nicht genügend Gold für. Ach ja, Leute. Na, dann müssen wir uns noch irgendwie ein bisschen Gold beschaffen irgendwo her. Ein paar Steine sind auch natürlich nicht so schlecht. So, haben wir wunderbar weggekriegt alles. Und dann geht's hier weiter. Und hier geht's auch weiter. Und hier geht's weiter. Zack, zack, zack. Immer schön fleißig, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So, wir müssen uns ja echt ein bisschen anstrengen zeitlich. Damit wir das hier, damit wir hier die Zeit nicht verpennen. Hammer, sehr gut. So. Und jetzt bitte schön hier auch hinten den hier abhacken. Ja, das ging sehr schnell. Das geht sehr schnell durchaus hier mit dem Hämmern. Und vor allem diese Steinhaufen, die sind ja echt, die brauchen ganz schön da. Genau, hier. Ja, bitteschön. Okay, wie sieht's denn aus? Also, nahrungsmäßig sieht das okay aus. Steine kriegen wir so langsam ran. Gold haben wir auch wieder ein paar. Holz gibt es wieder für uns. Okay, machen wir weiter alles. Da fehlt uns jetzt Nahrung. Hier, Leute. Wir können ein bisschen schneller laufen, wenn wir hier jetzt die Schuhe reinkriegen. Okay, und bitte schön zack, da hinlaufen und hier hinlaufen und hier hinlaufen. Und wo ist da was gekommen? Gold ist gekommen, sehr gut. Und Holz ist gekommen und dann können wir hier weitermachen. Und nicht genügend Ressourcen? Wofür denn das jetzt? Warum hat er nicht genügend Ressourcen? Ach, Nahrungsmittel fehlen uns wieder. Oh, meine Güte. Meine Güte, das ist aber nicht so schön. Oh, 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 oh. Finden drei Kristalle, einer verbleibt. Ja, hahaha, das ist nicht so geil. Warum fehlen uns denn so viele Nahrungsmittel? Ich habe doch gar nicht so viel gemacht hier. Also, bitte schön hier schnell mal ein bisschen Nahrung zusammenfischen. Ja, Steine sind eigentlich nicht so wichtig jetzt, aber... Na gut, was wir mal machen. So, den Steinhaufen kriegen wir weg. Das ist gut. Ich glaube, wenn wir uns ein bisschen ranhalten, kriegen wir das alles zeitlich hin. Wir müssen einfach hoffen, dass die Nahrung möglichst schnell mal kommt. Ja, hier, bitteschön. Der Weg ist blockiert. Ach, wir müssen ja auch noch einen Spalt dicht machen. Oh meine Güte. Das kann es ja nicht sein. Spalt haben wir auch schon irgendwie dicht machen müssen. Okay, hier kommt ein Bär. Okay, soll der Bär mal machen, was er will. Nahrung ist wieder da. So. Den großen Steinhaufen kriegen wir weg. Nahrung brauchen wir gar nicht. Holz. Stein. Okay, Gold holen wir auch nochmal schnell. Meinetwegen. Wir haben nicht mehr so viel zu tun. Also es geht. Wenn wir jetzt nur noch die Höhle erforschen und dann noch einmal ein Stückchen Weg basteln, dann haben wir das geschafft hier. Ich habe einen Kristall gefunden. Sehr schön. Und ja, das hier haben wir gleich in exzellenter Geschwindigkeit bekommen. So, zack, zack, zack. Nochmal schön Stein und Gold eingesammelt. Es klappt doch, auch wenn es immer knapp wird am Ende. Es funktioniert irgendwie, dass wir durchkommen. Und dieser Weg hier auch mit dem Schlenker wunderbar alles hingekriegt. Ja, diesen Spalt hier mit Erde zu füllen, ist immer eine sehr lustige Geschichte. 8 Minuten haben wir hierfür gebraucht. Boah, sah mir gar nicht so aus. Krass. Ja, da müssen wir uns ja ranhalten, also hier noch eine zweite schaffen. Ja, die Juno-Statue, die geht jetzt schön weiter ihren Weg und wir machen gleich weiter. Mit der nächsten, damit wir hier die noch schaffen. Finde einen Totem, finde 4 Kristalle, baue eine Straße. Dein Arbeitspensum wird um einiges sinken, wenn du ein Lagerhaus baust. Das ist korrekt, das ist meistens so. Deshalb werde ich das wahrscheinlich auch bald tun. So. Hier können wir bald wieder ausbauen. Aber erst das Sägewerk bauen. Und dann sehen wir auch, dass schon wieder da einiges fehlt. So, hier die Farmen, die sollten... Ach, die sollten wir schon mal schnellstmöglichst bauen. Damit uns da nicht so viel flöten geht. 5 Holz erforderlich? Nee, das finde ich jetzt nicht so geil. Das finde ich jetzt eher weniger nutzen, diese 5 Holz. Dann können wir
gleich die Steine auf den Herbeck hauen. Oh Mensch, und jetzt gibt es auch schon wieder Holz für uns. Sehr schön. Zack, hier, bitteschön, weitermachen. Und, ja, jetzt fehlt uns noch ein bisschen Holz. Steinbruch oder Goldmine? Ich glaube, die Goldmine erstmal. Ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Der Weg ist blockiert. Ach, wollte mich verarschen. Wir brauchen eine Brücke, damit wir die Nahrung abholen können. Ach, du meine Güte. Was soll das denn? Na, das hätte mir einer eher sagen können. Ich habe mich schon gewundert, wofür diese Brücke da ist. Aber jetzt ergibt einiges ein bisschen Sinn. Oh, hier, der ist auch fertig. Der ist auch wieder fertig. So, dann, können wir denn nicht irgendwas hier auf die nächste Stufe ausbauen? Hier, na, Gold ist da. Ah, Nahrung ist da. Zack, der Weg ist blockiert. Ach, hier ist, da ist ein Spalt. Hm, sehe ich auch so. Bin ganz klar. Da ist ein Spalt. Ach, ich wollte doch gar nicht die Straße bauen, Mensch. Ah, was mache ich denn da? Der Weg ist blockiert. Das sieht mir echt so aus. Ich weiß nicht, was da im Weg war. Da war wahrscheinlich eine Pfütze oder sowas. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, wir haben natürlich auch wieder nicht genug Ressourcen, um hier noch weiter zu basteln. Aber ich kann hier weitermachen. Den Steinhaufen. Ja, super. Das ist natürlich Holz. Das heißt, wir müssen erstmal einen kleinen Baum fällen. Und dann können wir das Sägewerk wieder reparieren. Und, ja, wo ist denn unser Lagerhaus? Das Lagerhaus wäre hier unten. Okay. So. Ah, ich sollte vielleicht erstmal das Gold abholen. Zack. Oh, ich sollte vielleicht aber erstmal die Nahrung gleich mal abholen. Meine Güte, das ist doch ein bisschen blöd. Ich brauche unbedingt Holz. So, dann geht mal hier ein bisschen Holz fällen. Damit wir jetzt hier schnell mal unser Lager auf die dritte Stufe ausbauen können. Und du kannst jetzt dann eigentlich auch gleich mal hier einen Steinbruch basteln. So, jetzt haben wir endlich alle Leute. Ist ja auch sehr früh im Spielverlauf, dass wir das hier hinkriegen. Und wir müssen ja echt aufpassen. Ich darf nicht so viel mit der Nahrung basen. Denn wir brauchen hier im Prinzip tatsächlich alles, damit wir, damit wir hier auch wirklich gut durchkommen. Und ich werde mich als nächstes um das Lagerhaus kümmern. Das hat es nämlich tatsächlich nötig. Ja, hier haben wir Gold, da gibt es Holz, das ist sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich hier bauen. So, Nahrungsmittel. Sehr schön. Ein paar kleine Beeren sind angekommen. Mit den Beeren können wir uns hier fröhlich vergnügen. Zack, zack, zack. Und da fehlt uns leider noch ein bisschen Holz für. Holz, sehr schön. Hammer. Dann können wir jetzt das Lager ausbauen. So. Lauf mal schnell zurück. Na gut. ganz so schnell geht es doch nicht. So, das hier können wir weghauen. Wir müssen ja eine ganze Menge Kristalle finden. Da Nahrung. Ja, sehr schön. Den Spalt halt dicht machen. Was war hier? Ach, hier unten ist der blöde Totem. Den müssen wir da rausholen. Ah, meine Güte. Oh, und hier ist Holz. Und dann können wir das hier ausbauen. Ja, für das reicht es leider noch nicht. Für das Steinbruch. Da müssen wir uns noch ein bisschen... Der muss sich noch ein bisschen hinten ranstellen, der arme kleine Steinbruch. Das tut mir auch ein bisschen leid. So, jetzt können wir uns hier ein bisschen Holz holen und ach, so will ich denn. Weiß ich auch nicht. Wieso ich jetzt das hole. So, komm, zack. Aber 5 Stück haben wir dafür gekriegt und jetzt sogar 10 dafür. Was? Die Goldmine auf Level 3? Oh Gott, das brauche ich doch gar nicht. Ich geh doch lieber den Steinbruch erstmal hin. Für den Steinbruch irgendwie. Vernünftig. Aber, so, hier den umgestürzten Baum weg, dann hier das weg. So, Steinbruch ist endlich fertig, wieder sehr gut. Wir können ja auch endlich bald weitermachen. Und jetzt gibt's Holz für die nächste Runde. Sägewerk auf Level 2. Und uns fehlen Ressourcen, nämlich Gold. Und auch hier fehlt uns Gold. Das heißt, es ist sogar echt ganz gut, dass wir die Goldmine auf Level 3 haben. Das haben wir nämlich sehr nötig. Da brauchen wir doch einiges. Oh, ach, Holz haben wir wieder. Sehr schön. Was können wir mit dem Holz machen? Hier erschreckt Arbeiter. Ja, der Bär ist wieder da. So. Hier holen wir auf den
schneller, noch mal schneller, Freunde. Hier, zack, zack und zack, bitteschön. Und da auch gleich, wenn ihr schon alle dabei seid. Lauft schneller. Ja, danke schön. Jetzt geht es ein bisschen langsamer voran. So, aber es könnte man mit der Zeit hinkriegen. Denn so viel ist es nicht mehr. Wir müssen jetzt zwar noch klar den Totem irgendwie hinkriegen, aber generell haben wir schon. Ach, wir brauchen hier noch Kristalle. 4 Kristalle brauche ich. Oh Gottchen. Meine Güte. So, erstmal Stein holen. Dann kann einer sich um die Straße kümmern, einer holt die Nahrung und macht dann gleich den Steinhaufen weg. Und einer kümmert sich um die Brücke. Ach, Gold. Ah. Gold brauche ich. Okay, erstmal den Hammer holen und dann das Gold schnell holen. So, zack. Also einer bitte schön hier. Da und dann brauchen wir hier auch. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt alles machen müsste. So, hier auf jeden Fall. Ach, wir haben auch nicht genug Gold dafür. Okay, dann bitteschön Gold. Ein bisschen Gold holen. Zack, da ein bisschen. Ach, da kommt ein neues Gold ran. Sehr schön. Dann können wir ein Totem holen. Und dann gibt es hier für den nächsten gleich den Kristall. Auch das sollten wir tatsächlich schaffen. Denn das sieht mir jetzt nicht so aus, als ob das jetzt noch wahnsinnig lange dauern würde. Nur noch den Kristall und den Teil hier. Und die können sich hier theoretisch noch amüsieren. So, wunderbar. Haben wir alles geschafft. Exit. Ja, Subi. Hat jetzt zwar ein bisschen länger gedauert als die 15 Minuten. Insgesamt, aber dafür haben wir auch alles wieder exzellent hingekriegt. 7 Minuten 41 sind sogar schneller gewesen als letzte Mission. Und, ja, haben die Juno-Statue weiter fortgesetzt. Die Goldmine auf Level 3. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also ich finde, damit lässt es sich gut leben. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen heute weit und ihr habt alles, habt alles so einigermaßen mitgekriegt. Und ihr freut euch schon auf die nächste Folge, denn dann freut mich auch. Und ja, wir sehen uns dann.